Es wird ja noch viel absurder, ja. Er hat ja live gestreamt, Ja, also was ein ich, Kollege quasi. ja, das war jetzt, ja, stimmt. Und damit, hallo, Guten herzlich Morgen. willkommen, liebe Leute hier in der Datenautobahn. Eure Hosts sind heute ausnahmsweise mal der Spitzenpolitiker und gut aussehende Mensch, Tino Danke. Ranacher. Und natürlich neben mir sitzt der einzigartige, unvergleichbare, der gestern 10 Jahre geworden ist, Danke. Robin Nostradamus. Dankeschön, Dankeschön. Ja, hallo liebe Leute, heute mal eine ganz tolle Ausgabe, denn es ist ein bisschen interessant. Ich hatte das erste Mal im Livestream so als Thema, über was kann man Witze machen und wie ist das da, was ist die Halbwertszeit bei Tragödien, ab wann darf man drüber lustig sein und nicht. Und dann wache ich heute Morgen auf, das erste, was ich sehe, Eilmeldung, 40 Tote in Neuseeland. Schön, wenn es mal so einfach ist, ne? Ja. Das ist wirklich, also jetzt bin ich hier an so einem Punkt, weil in Neuseeland ist natürlich auch Kalle. Ja. Und Kalle war auch exakt in dieser Stadt, Christchurch. Christchurch, ja. Ja, Churchill hätte ich jetzt fast gesagt. Und sehr ironisch, dass ausgerechnet in Christchurch ein Anschlag gegen Muslime stattfindet. Oder halt nicht ironisch tatsächlich. Ja, aber ganz, ganz aufgedröselt nochmal von vorne, aber ich denke, das hat jeder mitbekommen. Es ist ein Attentat passiert, Ein ein Terroranschlag, ein Terroranschlag. rechtsextremer Terroranschlag. Wir dürfen hier Ja. nichts verharmlosen. Ich verharmlose auch nichts. Ich werde auch keinen Namen nennen. Ich weiß, wie der Schütze heißt, aber Ah. das muss nicht jeder wissen. Es ist halt Nein. nicht interessant. Wir werden trotzdem mal kurz auch eingehen, weil ich habe mich etwas mit dem, er hat sein Manifesto quasi geschrieben, Ja, wo er er ist das doch so ein auch bisschen ein Fan von aufdröselt. Breivik, ne, hat er gesagt. Das habe ich gar nicht gesehen. Gut, also, das ist passiert und Kalle ist vor Ort gewesen, ist wohl auch mit verletzten Leuten irgendwie Richtung Krankenhaus. Er selber war natürlich nicht in der Moschee oder so, es geht ihm auch gut, aber es ist schon hart so. Und Wenn du da denkst bedenkst, du dir jetzt, 49 Tote, so schon, also war der Stand heute Morgen, als ich da ja, aufgewacht bin, das ist schon nicht ohne. das ist nicht ohne, das ist ganz schön mit, um nicht zu sagen. Und Mit dann, alles. zum Glück ist das Erste, was Kalle dann so sagt, oh hier, der Typ stiehlt mir die Show. Da hast du gleich ein besseres Gefühl, wenn du denkst, okay, ich lese das hier gerade, in 2 Stunden wollen wir hier aufnehmen und haha, witzi, witzi, haha machen. Dabei ist es gerade, ja, also diesmal fühlt sich sehr nah an, ja, weil Ja, mein süßer Kalle-Boy da ist. vor allem für ihn ja auch. Er hat ja auch selber gesagt in seiner Story, dass er noch nie einem Terroranschlag so nah war. Ja, vielleicht mal kurz irgendwie zusammengefasst, was denn passiert ist, oder, also das ist ja echt ein Riesending. Und keine Sorge, es gibt auch ein paar uplifting News heute. Ja. Ja, also nicht nur Mord und Totschlag, das ist ja auch irgendwie ein bisschen, muss ja nicht sein. Genau, der Also, Mann er war ja Einzeltäter, ne, glaube ich, oder? Oder waren es es war, mehrere? also ihr müsst auch dazu sehen, wir haben jetzt gerade Freitagmittag, also wir haben wahrscheinlich noch nicht die Es ist alleraktuellsten gerade erst und besten passiert, ja. Nachrichten, ja. Also quasi läuft der Typ quasi gerade noch mit Waffe rum, während wir das hier aufnehmen. Nee, macht er nicht. Also er ist gefasst. Ich weiß nicht, ob er tot ist, gerade ehrlich gesagt. Ich habe viel gelesen, aber ich glaube, er ist nicht erschossen worden. Egal. Und es wurden noch 3 andere gefasst. Einer davon ist schon wieder freigelassen, glaube ich, weil es hieß, gibt es keinen Verdacht, er hatte wohl nur eine Waffe dabei. Ah ja, dann. Aber es kann auch gut sein, dass es wirklich nur dieser eine war. Wie gesagt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht so ganz. Und ja, der ist in 2 Moscheen rein. Also ich weiß nicht, er hat auch, er hat das, es wird ja noch viel absurder, ja. Er hat ja live gestreamt. Ja, also Was ein ich, Kollege quasi. ja, das war jetzt, ja, stimmt. Ja, ein Kollege von mir quasi. Und unter Kollegen, da gibt es ja, egal. Gut. Also, liebe Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Er hat es live gestreamt und das ist eine der letzten Informationen, die ich bekommen habe, dass das über Facebook war. Ach, Ja. Er hat halt über Facebook gestreamt. sehr Ich dachte, dumm. das ist irgend so ein Live-Leak oder was weiß ich, was es da für Seiten gibt. Nein, er hat über Facebook gestreamt. Er hatte Ist wohl auch auch ganz eine schön Seite. blöd, ja. Ja.
Und ich habe mir den Stream angeguckt. Ich weiß nicht, war nicht komplett. Und ich sage euch auch gleich, ihr müsst ihn jetzt nicht sehen. Also das ist auch nicht so spektakulär oder so. Aber da gibt es schon ein paar Sachen, über die man vielleicht mal reden kann. Es fängt an in den ersten 30 Sekunden. Er sagt nicht viel, ja, drei Sätze oder so innerhalb, ich weiß nicht, 16 Minuten ging das Ding. Und in den ersten 30 Sekunden sagt er den ersten Satz und es ist Subscribe to PewDiePie. Ja, nett. Ja, so. Und Also so schlecht kann er ja nicht sein. so, ja, also da weiß ich halt jetzt schon, dass das wieder irgendwie instrumentalisiert wird. Gegen ihn vor allem, gegen Gegen PewDiePie. PewDiePie, guck mal, was du da machst. Und natürlich ist es auch auf irgendeine Art und Weise richtig, dass man sagt, er muss jetzt vielleicht in seiner Position irgendwie Stellung beziehen, weil er hat eine große Reichweite. Aber ihm das jetzt irgendwie in die Schuhe zu schieben, das wäre halt richtig, richtig übel. Er war jetzt rauskommen, dass es ein Fiverr-Angebot war, was Ach es so, gar nicht. Fiverr meinst du? Fiverr, Fiverr. ja. PewDiePie hat ihm 5 € gegeben, meinst du? Wahrscheinlich, genau. Hm. Yeah, Ist möglich. I'm going to rent a terror attack, New Zealand, Acker, Christchurch, $5. Wow. You just have to say one sentence, subscribe to PewDiePie. Let's check it out. Also wird PewDiePie dann in ein paar Stunden das Video hochladen. Ich denke auch. Und Also viral dann wird es lachen. bestimmt gehen. Ich denke auch. Und dann lachen alle drüber. Ja, dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Also es ist schon hart. Es ist echt eine krasse Geschichte. Und wie sich auch, also das lässt sich da schon vermuten und das stellt sich dann immer weiter heraus, dass diese Person ein, naja, ein Shitposter, ein Memer war, halt einfach so ein. Er war auch auf 8chan unterwegs, das war auch letzte Woche schon in den Medien, weil, wer war das denn? Irgend so eine Spielefirma hat ein Ask Me Anything auf 8chan gemacht. Und 8chan ist quasi, 4chan kennst du, Ja. das ist ja schon, naja, sehr freigeistig, sage ich mal, wo Ja. jeder alles posten kann. Aber für wem 4chan zu soft ist, der geht auf 8chan. So. Oh, müssen wir Und aufschreiben. da, und da hat diese Spielefirma ein Ask Me Anything gemacht und das ist halt völlig in die Hose gegangen, weil dann nur so irgendwie. Hi, I'm a terrorist. Ask me anything. Ja, so ungefähr, da gab es dann, ey, hier scheiß Schwuchteln und solche. Also da darf man dann quasi alles sagen, außer es verbietet explizit das amerikanische Gesetz oder so, ist es ungefähr. Also geht ja Und alles. ja, im Prinzip geht alles. Ja. So, und genau da hat er auch geshitpostet. Einiges und hat auch da angekündigt, dass er das macht. Mit Links zu Facebook und alle anderen Sachen, so sein Manifest und so weiter. Ein Crowdfunding-Link wahrscheinlich. Ja, alles. Patreon-Seite haben wir übrigens auch. Gib mir Das war die Geld. Brücke, die ich meinte. Ja. Und ist auf jeden Fall. Ist hart so. Ist jetzt nicht, wo du sagst, das ist halt das Ding, das ist jetzt nicht so ein Indoktrinierter, da war ja mein erster Impuls, dass ich dachte, das ist so ein militanter Christ oder so, der sagt jetzt hier alle Moslems raus, bla bla. Aber nee, es ist halt einfach einer, der halt shitposten vorm Rechner sitzt, mehr oder Und weniger. sagt alle Moslems raus. Ja, er ist nicht explizit nur gegen Moslems, auch gegen andere, kommen wir auch noch dazu. Aber alter Schwede, das ist so, ich weiß nicht, das macht das alles so greifbar. Auch um nochmal aufs Video einzugehen, es ist halt, also bis auf das Shooting jetzt ausgeklammert, besonders der Anfang ist halt auffallend unauffällig, sage ich mal. Es ist halt einfach nur ein Typ, der Auto fährt, erstmal. Und im Grunde passiert nichts weiter und es fühlt sich halt so normal an. Ja. Und dadurch wird das ganze Ding so echt ein bisschen Auf einmal eklig. holt er eine Knarre raus und Ja. Er stürmt in eine geht halt Moschee. ganz, ganz entspannt hinten an seinen Kofferraum, da liegt da eine Einkaufstüte oder eine Waffe. Die Waffen sind auch alle komplett irgendwie angemalt, beziehungsweise sind so Texte draufgeschrieben. Ich weiß nicht genau, was da steht, aber auf jeden Fall viele verschiedene Sachen. Es ist halt eine Sache, die ist so morbide, so makaber, die ich gelesen habe. Und alter Schwede, ich will es eigentlich gar nicht sagen, um dieser Person da in irgendeiner Form Tribut zu zollen, ja. Wir Aber helfen den Leuten, das einzuordnen. Das ist schon auf der okay. Waffe stand halt unter anderem Kebab-Remover. So, und das ist halt, Aha. weil er ja gezielt Ah auf ja. muslimische. So, also nicht nur das, auch irgendwelche Meme-Sätze standen da Aber drauf und Kebab natürlich heißt doch drehendes Fleisch oder sowas. Döner ist das. Ja, ist richtig. Nee, warte. Kebab ist das Fleisch. Döner heißt drehend. Echt? Ja. Habe ich neulich erstmal Okay, recherchiert. gut. Döner heißt drehend.
Ja. Und Kebab ist das Fleisch. Ah. Deswegen ist das eigentlich, sind die Deutschen eigentlich dumm, wenn sie sagen, ich möchte einen Döner essen. Das Ja. heißt, ich möchte einen Drehhind. Idioten. Ja, sieht man mal wieder, sollten alle ausgelöscht werden. Ja. Genau das ist nämlich seine Furcht. Das ist so in seinem Manifest rausgekommen, dass er Angst hat, dass die Weißen, er sagt, die Weißen befinden sich gerade mitten im hauseigenen Genozid. Die sterben aus oder sie Naja. werden ausgestorben. Ja. Und es wirkt so ein bisschen, er schafft es durch eigene Aktivität nicht, die Geburtenrate hochzutreiben, weil er vielleicht ist, wie er ist. Ja. Und deswegen sagt er, naja, wenn ich es nicht schaffe, die Geburten der Weißen hochzutragen, dann Dann muss ich, andersrum. ja, dann gehe ich das, sattel ich das Pferd von hinten auf, Ja, quasi. diese Volksumtauschgeschichte, auch dass Merkel ja die Deutschen austauschen will durch Moslems und Gutes so. Stichwort. Ja, Die ist auch auf seiner Abschlussliste ganz oben. Er hat so ein paar Politiker genannt, Erdogan ja. auch übrigens. Ja, Erdogan hat auch die Tat verurteilt. Ja, so, und das ist halt alles so, oh, ich weiß gar nicht, wie gesagt, das, Leute, das ist gerade alles noch sehr neu für mich. Es ist Neuland quasi. Ja, und deswegen, ich bin gerade quasi noch dabei, das so ein bisschen zu verarbeiten oder das ein bisschen einzuordnen. Aber das können wir hier zusammen ganz toll machen. Und ich weiß nicht, das ist so, das, also eigentlich ist das ja ein Punkt so, wenn du jetzt unbedingt willst, dass die Weißen weiter bestehen, na dann Dann fick müssen, doch ja einfach. eben, so, dann ist das doch vielleicht eine Variante. Ja. Und ich glaube nicht, dass. Also jetzt mal global betrachtet, okay, da sind jetzt 50 Menschen gestorben, das ist halt super hart, aber global betrachtet, wow, jetzt hast du den Weißen aber geholfen, so, wow, also prozentual sind die Weißen Es jetzt plötzlich viel sind die mehr. kleinen Dinge, Robin. Es sind die kleinen Dinge. Und Es er ist ist ja auch nur ein wirklich. Beispiel. Er will ja für andere ein Beispiel sein. Ja, genau das ist für mich halt so ein bisschen das Bedenken, weil er wirklich so ein 8chan-Shitposter war, vielleicht. Man denkt ja immer, das sind so die Leute, die dann am Rechner sitzen, den ganzen Tag so Aber er und wird nichts trotzdem ein machen. Vollidiot sein. Es ist ja egal, wo er Natürlich. unterwegs ist. Es gibt ja auch wie Breivik zum Beispiel in Norwegen. Der war ja auch kein dummer Mensch, so, weil gebildet, er studiert und das macht ja keinen Unterschied, wo er sich aufhält. Nee, ich meine einfach nur, dass das halt so Leute sind, die nie was machen. Das ist natürlich jetzt sehr klischeebehaftet, ja. Aber so meinte ich das. Das sind einfach so, ja, die sitzen halt am Rechner und shitposten, was ja völlig in Ordnung ist. So mache ich ja auch gerne. Die machen nichts, bis sie was machen. Ja. Er ist heute aktiv geworden. Naja, aber okay, nochmal kurz zu dem Video. Also ich habe hier so ein paar Gedanken dazu gemacht. Wie gesagt, es fängt an mit Subscribe to PewDiePie, er fährt Auto und er widerspricht sich halt auch ein bisschen selbst. Vielleicht sollte ich das noch vorne wegnehmen. In dem Manifest steht drinne, ich habe das irgendwo, glaube ich, zitiert. Nee, das habe ich nicht hier, das habe ich Morouche geschickt. Er macht so selbst mit sich ein Frage-Antwort-Spiel in diesem Ding. Ja, also. Ja, völlig Völlig normal, normal. Hat sich ja. vorher schon überlegt, okay, was könnten jetzt frequently asked questions sein? So, hat er schönes FAQ entworfen. Und Terror mit Service. genau, direkt hintereinander zwei Fragen. Okay, die erste ist, hast du das gemacht, um Media Coverage zu bekommen? Er sagt ja ein klares Nein. So, die nächste Frage ist, hast du oder Intent, hast du beabsichtigt, diesen Anschlag zu überleben oder nicht? So, und dann sagt er, ja, also sterben wäre definitiv eine Möglichkeit für ihn. Also muss man ja auch bedenken, er hat das vorher geschrieben, so ich, wie Naja. gesagt, wäre definitiv eine Möglichkeit für ihn, aber er fände es besser zu überleben, weil, und jetzt kommt's, dann würde nämlich seine Ideale über Media Coverage schön verbreitet werden. Ja, hat nicht richtig Da nachgedacht. hat er sich also wirklich in zwei aufeinanderfolgenden Fragen direkt widersprochen. Ja. Und genauso mit diesem Gedanken bin ich auch an dieses Video rangegangen, denn er livestreamt das ja. Er weiß, er wird gerade beobachtet und potenziell sehen das vielleicht Millionen Menschen. So. Und dann ist das schon wieder irgendwie so bizarr, dass du merkst halt, dass er zum Beispiel, er fährt in so eine enge Gasse rein und muss dann immer wieder, also ich bin kein Autofahrer, er muss ganz viele Züge machen, wie sagt man beim Einparken so. Ja. Nicht mit einmal, sondern so fünfmal hin und her. Wie Und ich, dieser ja. Gedanke, dass er gerade beobachtet wird und dann handelt, Ja. ja, alleine dieses Subscribe to Er war PewDiePie nervös. sagt er ja, weil er gehört oder weil er Ja. weiß, er wird gerade gehört, haha, ich bin lustig, haha. Und dann schafft er es halt nicht, da so lang zu fahren. Das ist alles so absurd irgendwie, diese Vorstellung. Klar, er hat seine Agenda, aber im Endeffekt weiß er wird gerade beobachtet und will irgendwie besonders cool wirken. Ja, schafft's aber nicht. Aber hält er auch sein Gesicht in die Kamera? Ich habe es nicht gesehen. Man Ich sieht weiß ihn nicht. im Rückspiegel ein bisschen.
Ja. Und man weiß ja auch, wer er ist, so. Ja. Also das Gesicht ist bekannt. Aber er ist auch irrelevant. Es ist einfach nur ein Lulli. Ja. Und da komme ich auch gleich noch zu, weil wenn es dann tatsächlich um das Erschießen der Leute geht, klar, also es gibt, glaube ich, keinen Weg, das irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren will. Nicht irgendwie, was sagt man, ehrenvoll oder so. Ich weiß es nicht. Also die Leute verkriechen sich halt in die Ecken und er hält einfach rein so. Ja. Und das ist einfach so, das ist Es ist das. feige. Ja, es ist also das, um ihn vielleicht greift ihn das noch am ehesten an, so das ist das Unmännlichste, was du machen kannst Ja, eigentlich, so auf stimmt. irgendwelche Wehrlosen dann, weißt du, das ist, ich krieg's nicht, ich krieg's Nee, nicht. vor allem sind ja auch Kinder dabei, ja. Und es sind ja echt. Es ist einfach Und nur, es sind ja Menschen, die alle nicht kennt. ja. Wenn er jetzt sagen würde, ich kenne da einen Islamisten so, der will den Dschihad einführen und solche Geschichten, ja, und was weiß ich, was sie da alles machen wollen, das würde ich nachvollziehen können, warum er ihn Ja. erschießen wollen würde. Ich fände es immer noch scheiße, Ja. aber das würde ich nachvollziehen. Aber wehrlos in irgendwie friedlich betende Menschen reinzuschießen, das macht halt keinen Sinn und es wirft doch eher kein gutes Licht auf seine Ideologie Ja. letztendlich. Abgefuckt. Ich muss echt, ich bin gerade noch nicht ganz. Ja. Mein süßer Kalleboy, ja, mittendrin so. Da Das ist muss ja da. auch ein Riesenzufall, ne? Dass er an dem Tag ausgerechnet da in Christchurch ist. Das ist echt hart, so. Naja, gut. Was ich aber vielleicht, um aus dieser Sache ein bisschen mehr mitzunehmen, außer haha, da ist ein Attentat, haha, und ja, gut, weiter mit unserem Leben jetzt so. In 3 Tagen ist es vergessen. Nochmal anhand des Beispiels, also ich erkläre euch das Video, damit ihr es nicht mehr anschauen müsst. So. Und es ist halt so, dass er reingeht, eine Person am Eingang erschießt und dann rennen quasi alle, also alle hören das natürlich, weil es laut und alle drin verkriechen sich so in die Ecken. So. Und wenn man irgendwie da, wie man zum Beispiel an Schulen auch Feuerübungen macht hier, Brandschutz. Macht Ja. man ja ganz normal in Schulen. Wenn man das einfach einführen würde, so ein kleines bisschen Awareness dafür. Ja, das ist auch was, ich mache ja dieses Ding an der Schule hier, begleite das so ein bisschen, was auch immer da jetzt noch draus entsteht. Das will ich jetzt hier nicht weiter spoilen. Bei mir an der alten Schule habe ich ja so eine Art Doku drüber gemacht. Es hat was mit Hitler zu tun. Ja, im Endeffekt hat alles was mit Hitler zu tun, Eben. sind wir mal ehrlich. Das ist auf jeden Fall auch was, was einem der Lehrer, mit dem ich da zu tun habe, sehr am Herzen liegt, dass man einfach die Schüler ein bisschen darauf vorbereitet. Das ist natürlich super unwahrscheinlich, dass es passiert, aber so ein bisschen Zu Awareness, sensibilisieren für genau. Amokläufe und Genau, sowas. und der Punkt nämlich dabei ist, hätten diese Leute sich nicht in die Ecken verkrochen, sondern wären quasi neben der Tür, also ich habe da auch schon mal so ein, ich mache schon wieder Schachtelsätze ohne Ende, aber ist egal. Ich habe da auch schon so Videos gesehen. In Amerika ist das schon ein bisschen üblich und auch in Deutschland gibt es das hier und da mal vereinzelt so wirklich Kurse, so 1, 2 Stunden, wie man damit umgeht, so dass sich quasi theoretisch gegenüber der Tür Leute hinstellen müssten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dann stehen aber neben der Tür links und rechts wiederum 4 Leute, die den Schützen in dem Moment, wo er reinkommt zur Tür, überwältigen. So. Und das kann natürlich sein, dass dabei 2, 3 Leute sterben, aber im Endeffekt ist es immer noch besser, als wenn dann irgendwie 50 Leute in den Ecken liegen und einfach über den Haufen geschossen werden, Ja, so. in dem Moment hast du wahrscheinlich so eine Panik und kannst gar nicht rational begreifen, was gerade passiert, dass du einfach nur deinen Ja. eigenen Arsch retten willst. Und wir hatten das damals tatsächlich, da war ich in der 11. oder 12. Klasse, da gab es gerade irgendwo einen Amoklauf. Und unsere Lehrerin hat uns dann so eine Stunde mit uns gemacht, wie man, was passieren würde, wenn jetzt ein Amoklauf passieren würde. Ja. Die hatten schon Jahre zuvor die Türen ex extra so angerichtet, dass man die von außen nicht mehr öffnen kann. Okay. Also während der Unterrichtszeit, wenn die Türen zu waren, waren die halt zu von außen. Du kamst nicht rein. Immer. Und da Okay. hatten wir auch mal eine Stunde, wo sie gesagt hat, dann müsst ihr euch so an die Ecke stellen, so neben der Tür quasi, nicht vor die Tür stellen. Und sie meinte dann ganz ehrenvoll, hat sie behauptet, dass wenn er reinkommen würde, würde sie sich vor die Kugeln werfen und wir sollen dann den Täter überwältigen in der Zeit. Okay. Fand Hart. ich erstmal ehrenvoll, dass sie das sagt. Ob sie es auch getan hätte, ja? Frau S., liebe Grüße, wäre nice gewesen. Nice. Ich schaff's heute nicht mal, einen Spruch zu sagen. Ich hätte jetzt gesagt, na, bei manchen Lehrern würde man sich das ja wünschen, aber das meine ich natürlich auch nicht ernst. Nein, nein. Aber es ist ja diese, Satire. es ist ja einfach nur die Diskussion, über was darf man Witze machen, die in meinem Ja, Kopf ja. pocht so. Und es wäre einfach nicht gerecht, das jetzt auch nicht, also egal. Ich versuche der Sache einfach jetzt hiermit auch noch ein bisschen Mehrwert zu geben, weil vielleicht kann man das ja einfach einführen. Es kostet ja nichts, außer vielleicht eine Unterrichtsstunde alle 2 Jahre oder so, um einfach ein bisschen das im Kopf zu haben,
Da kann man auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie krass Panikmache wäre, weil alle 2 Jahre mal so eine Stunde, ob du jetzt hier irgendwie prüfst, was passiert, wenn das Haus brennt oder was Ja. passiert, wenn jemand kommt. Und es muss ja auch nicht unbedingt in der Schule passieren letztendlich. Es kann ja auch sein, dass irgendwie, also ich meine, wenn mal was passiert, Eine kann ja trotzdem. Straßenbahn oder Und es muss ja auch nicht unbedingt sowas Amoklaufmäßiges sein, kann ja immer sein. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man hat ja dieses Kampf- oder Fluchtding, ja, Fight or Flight, aber in Gruppen ist es wahrscheinlich immer Flucht, habe ich so das Gefühl. Das Ja. ist so, gibt es ja auch genug Aussagen, die sagen, ja, hier, der Mensch alleine ist klug, aber in Gruppen ist er dumm. Richtig. Und das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich. Und das ist einfach so schade, weil, weißt du, Ja, einfach alle eben. 50 Menschen, die auf dich zurennen, da kannst du nichts machen, so. Nee. Und, Ja, eben naja. weil die Leute darauf nicht vorbereitet werden, sind sie auch in der Gruppe so dumm. Ja, deswegen, also Wahrscheinlich. hier habt ihr es zuerst gehört, vielleicht können wir das jetzt mal in die Wege leiten, damit sich da was ändert, damit in Zukunft vielleicht nicht so ein Shit passiert. Was mit dem Witzereiß, muss ich sagen, das ist mir auch noch nicht ganz klar. Also ich bin eher so einer, ich hau einfach raus, was mir einfällt, ja, und bereue es meistens erst hinterher, dass ich diesen Spruch gebracht habe. Da gab es auch schon im Freundeskreis manchmal die eine oder andere Streitsituation, weil ich da nicht nachgedacht habe. Der Witz war lustig, so sage ich immer noch, aber Ja. in ihrer Situation hätte ich es auch nicht lustig gefunden. Das kann ich verstehen. Letztendlich muss ich sagen, dass man das nicht festlegen kann. Also jeder hatte seine eigene Sichtweise und da muss jeder für sich gucken, ob er darüber lachen kann oder nicht lachen kann. Es ist auch, also Letztendlich. es wird wahrscheinlich hier keiner zuhören, der da dran beteiligt war. So, Nee. erstmal. Deswegen finde ich es auch schon Und wieder, wenn doch, liebe Grüße. ja, gute Besserung. In dem Fall finde ich es okay, ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt habe oder im Livestream. Ich glaube, dass es für viele auch einfach ein gutes Ventil ist, um mit so Sachen umzugehen, die man gar nicht so ergreifen kann. Genau. Weil es ist einfach menschlich nicht, wie du auch sagst, es ist ja nicht nachzuvollziehen, also vielleicht schon, aber nicht nachzuempfinden, sich da reinzuversetzen, wie das ist, als Opfer, als Täter. Und vielleicht, also gut, Kalle zum Beispiel, nehme ich jetzt einfach das als Beispiel, der war ja jetzt nun da. Er war jetzt auch nicht Opfer oder so, hat es quasi nur von weitem mehr oder weniger miterlebt. Aber trotzdem ist er jetzt ein Typ Person, der da mit Humor drüber umgeht, weil es einfach leichter fällt als jetzt irgendwie. Und du gibst ja auch den Schützen oder den Assis, sage ich in Genau, dem Fall, ja genau. mehr Macht, wenn du Ja. jetzt sagst, oh fuck, Alter, oh, und Trauer und Verzweiflung. Das sagen ja auch viele Präsidenten und Kanzler, dass sie sich nicht einschüchtern lassen von solchen Terroranschlägen, dass sie da drüber stehen und dass man versucht, dadurch zusammenzuwachsen. Und auch Martin Sonneborn hat mal gesagt, auf die Frage, ob er glaubt, dass man mit Satire die Welt verbessern kann, hat er gesagt, nein, aber es ist meine Möglichkeit, damit umzugehen, mit Ja. den vielen negativen Sachen, die passieren. Das ist meine Art und Weise, es auch für mich zu verarbeiten. Ja. Und mir geht es ähnlich. Muss man natürlich dann auch ein bisschen schauen, weil, ja, so ein bisschen, ne, das hatten wir auch schon, dass solche Leute wie Trump ja auch vielleicht ein bisschen an Macht gewinnen, wenn man immer nur so lapidar, so zynisch, sage ich mal, damit umgeht. Haha, der Trump wieder. Da muss man ja schon gucken. Ja, er wird wieder zu wenig ernst genommen, tatsächlich. Ja. Das ist eine Gratwanderung. Aber ist schon echt nicht leicht. Gut, ich will noch mal ganz kurz, ich weiß nicht, ich habe dieses Video halt vor ein paar Minuten Ja, gesehen du quasi. bist doch in der Schockstarre. Na, nicht ganz. Ich habe es einfach noch nicht so ganz ergriffen, was ich da so. Also ich habe ja auch schon viel Scheiß im Netz gesehen. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie das Härteste ist, was ich je gesehen habe. Ich will es auch überhaupt nicht hier anpreisen, dass die Leute sich das angucken, weil es ist wirklich nicht so spektakulär. Das ist es ja. Es ist auch so absurd, wie er zum Beispiel, bevor das alles losgeht, noch im Auto sitzend, fährt er so eine Einfahrt raus, da läuft ein Passant vorbei, so. Und da bremst der übelst hart, damit er ihn ja nicht überfährt. Das ist so Oh, absurd. sorry. Ja, und dann winkt er ihn so durch, weißt Weil du? er ein Weißer war und ein Christ wahrscheinlich. Das weiß ich gar nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Aber Es das ist ist so ironisch, es absurd. ist echt ironisch, ja. Auf der einen Seite sagt man ja auch über die Nazis immer, ja. Auf der einen Seite irgendwie voll die Tierschützer und Hitler wollte ja sogar den Fleischkonsum verbieten. Auf der anderen Seite löscht er da Millionen von Juden irgendwie aus und zettelt einen Weltkrieg an. Das ist halt, das kann man nicht nachvollziehen und es ist sehr widersprüchlich, ambivalent. Ja. Und dann vielleicht, um ihn noch mal ein bisschen in den Dreck zu ziehen, weil er das verdient hat, er hat unter anderem das verkackte Magazin zu wechseln. Weißt du, 1000 Augen beobachten dich. Da Und wärst du dann auch das. aufgeregt. Ja, das stimmt.
Ja, hätte das mal komplett verkackt. Er hat es dann leider geschafft und das war dann nicht so gut für die anderen Beteiligten. Ja. Aber holy shit, was ein Trottel. Ein lächerlicher Vollidiot. Können wir so abstempeln und Ja. einsortieren. Der Typ hat auch in sein Manifest einen Copypasta reingemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit den Navy SEALs. Das ist so ein berühmtes. Ich weiß gar nicht, wo das. Ich glaube, das kommt original auch von Reddit. Irgend so ein Kommentar. Da hat sich einer aufgeregt, weil er mit ihm redet. Also, die haben gestritten auf Reddit und er meinte: Hey, es geht halt los mit What the fuck did you just say to me, you little bitch? I'll have you know, I graduated the top class of my Navy SEALs, bla bla. Also, das war halt. Irgend so ein Navy SEAL hat das mal als Argument genommen, warum er so geil ist, und hat dann so einen übelst langen Text geschrieben: Ja, ich bin Navy SEAL. Und das wird halt jetzt immer wieder verwendet. So, das Ach ist eine so. Copypasta, so. Und das hat er in sein Manifest reingesendet, ja. Unter anderem hat er noch reingeschrieben: Spyro the Dragon 3 hat ihm Ethno-Nationalism gelernt und Fortnite hat ihn darin trainiert, wie er über den Corpses von seinen Enemies flosst. Oh, war ja. Also, Wenn ich weiß das nicht. die großen Politiker rausfinden, das. Dann war's das mit Fortnite. Ja, schade. Good night, Fortnite. Nee, also, ich weiß nicht, Dave. Auf der einen Seite wirkt es halt wie jemand, der einfach nur. Das ist es, das ist einer wie wir, so, weißt du? Ich meine, Wie du und ich na, quasi. es ist wirklich so. Also, ich werde es halt nie machen, aber wenn ich irgendwann mal so ein Attentat machen würde, ich würde doch auch irgendwie so dumme Gags in meinen Abschiedsbrief einbauen Ja. irgendwie. Einfach nur for the lulz so. Das ist einfach das Ding. Ja, das machen auch diese Comic-Bösewichte wie Joker, ja. Die sind total sympathisch auf der einen Seite und lustig und die bleiben in Erinnerung und machen besonders viel Angst, weil sie halt so lustig sind und sich über ihre Opfer lustig machen. Und es kann sein, dass er halt inspiriert wurde dadurch und er. Nein, nein, nein. Also der gute Mann, der wollte keine Media Nein, Coverage. auf keinen Also Fall, auf keinen Fall. der wollte überhaupt nicht, dass das irgendjemand mitkriegt. Der hat das nur live gestreamt, um die Technik zu testen. Der Spaß will einfach unsterblich sein. Das ist so Idioten, so wie. Ich will jetzt Höcke nicht mit dem vergleichen, aber Höcke ist auch so einer, der ist Geschichtslehrer gewesen, ja. Und er war so verbittert, dass er jetzt als Lehrer irgendwo im Eichsfeld verbittern muss, dass er selber sich gesagt hat, ich will auch in die Geschichte eingehen, notfalls als Hitler 2.0 und macht jetzt hier die AfD ganz groß. Und so ein Würstchen ist, so in der Art zumindest, sind Attentäter für mich auch oftmals. Es sind oftmals Leute wie Breivik. Die inszenieren sich mit solchen Attentaten, mit solchen schlechten Aktionen und wollen damit in die Geschichtsbücher eingetragen werden. Höcke, nichts gegen dich. Ich meine nur so in die Richtung geht das. So, nicht nochmal verklagen. Also eine Klage hat gereicht. Neuseeland-Attentat geht zur Richtung Bernd Höcke, Genau. aber nur ganz grob, ja. Okay, um abschließend meinen letzten Gedanken, der das, also ein Fakt fasst dieses Video für mich komplett zusammen oder die ganze Tat oder einfach nur so, dass dieses ganze Geschehen so. Er hat in dem Auto einen fucking Duftbaum hängen. So, weißt du? Am Ende des Videos schießt er mit seiner Schrotflinte aus dem Auto auf wahllose Leute wahrscheinlich, keine Ahnung. Da können dann auch Weiße dabei sein, was weiß ich. Also, man erkennt es nicht so ganz, aber Inkonsequent, ja. ja, ich weiß nicht. Ich schieße jetzt hier alle tot und ich schieße jetzt hier aus meinem Auto raus, die Windschutzscheibe zerfetzt. Aber in meinem Auto soll es gut riechen. Das ist so Man muss absurd. Prioritäten Ja, setzen. das ist ohne Spaß, das ist so absurd. Naja, du hast eben noch was Schönes gesagt. Hitler. Genau. Nein, du hast angesprochen Geschichtslehrer. Richtig. Das ist so eine super Überleitung. Schade, dass sie jetzt ein paar Minuten vorbei ist. Es gibt nämlich einen Volkslehrer auf YouTube. Hast du das Ja, den mitgekriegt? kenne ich ja. Hast du mitgekriegt? So, der darf jetzt nicht mehr Volkslehrer sein, beziehungsweise Volkslehrer, ja, auf YouTube, aber Aber kein Lehrer Lehrer mehr. darf er nicht mehr so sein. Denn er verbreitet wohl rechtes Gedankengut auf Nein. seinem Kanal. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die das tun. Ich habe mir diesen Kanal angeschaut. Der war vor 2 Monaten in Weimar. Oh. Ja. Der hat unter anderem die Gerber beschmiert. Mit Kreide. Oh, was für ein Rebell. Ja, der geht halt, es geht, glaube ich, echt so 20 Minuten. Ich habe so ein bisschen durchgeskippt für Dinge, die ich kenne, so, und Also für die sehe halt Leute, erst. die Weimar nicht kennen, die Gerber ist ein linkes Kulturzentrum, Ja. ein soziokulturelles Begegnungszentrum. Okay, sehr schön. Oder andere Eine sagen, Absteige. genau, wo andere sagen auch, wo der Schwarze Block und die Antifa ihre Anschläge planen. Ja, das stimmt. Sagen böse Zungen. Finde ich nicht.
Ja, also ich bin kein großer Fan der Gerber, muss ich Ich sagen. auch nicht. Gut, aber ist mir auch mehr oder weniger egal. So, ich gehe halt einfach nicht hin. Und der Volkslehrer geht halt dahin und sagt, ja, hier, guck mal, hier sind sie. Hier überall Sticker, ganz schlimm. Und typisch Und Lehrer, erstmal mal mit Kreide oder ja, ist, an die Wand das stimmt. durchgefallen. Die werden sich Nee, so aber ärgern. in dem Punkt muss ich ihm auch recht geben. Also gerade so von links gibt es ja auch sehr viel, was so militant und Gewalt verherrlichen und so. Na, da Das habe stimmt, ich das auch so stimmt. meine kleinen Problemchen mit. Können wir auch gleich noch zu einer nächsten Diskussion kommen, aber kommen wir später zu. Da geht es ja dann wieder über Artikel 13. Also Leute, die das jetzt schon nicht mehr hören können, können dann auch bald abschalten. Ja. Nein, mach das nicht, denn am Ende fassen wir noch die Woche zusammen. Das haben wir Richtig. uns vorgenommen, dass wir das ab Es sofort immer wird machen. eine Bewertung Wir geben. bewerten jede Woche für euch Ja. ab heute und dann schauen wir mal, was so am Ende des Jahres so, Zum Durchschnitt quasi. ja, genau, ob es bergauf geht, ob es bergab geht, können wir dann alles tendenziell festhalten. Gut, also der Volkslehrer, das ist das Einzige, wo ich ihm zugestimmt habe. Ich habe jetzt mich auch nicht so krass mit ihm beschäftigt, weil es war dann auch ein bisschen bla. Er geht halt irgendwie durch die Stadt und sagt, oh, hier ist ein Sticker, da ist ein Sticker, ja toll. So, was gibt mir dieses Video, so, weißt du? Aber zumindest da gebe ich ihm recht. Ich finde das, ich weiß nicht, man kann nicht verurteilen, dass irgendwie die rechte Seite jetzt extrem und gewaltbereit ist und das dann irgendwie selber ausleben. Ich weiß nicht, das ist, aber da sind wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich zu Ja, Recht. ja. Ist ja okay. Aber sonst hat das Video einfach nichts zu bieten. So, er ist jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass er rechtsradikal ist. So. Ja, das ist eh eine schwierige, schwammige Grenze. Und erstmal, also politisch rechts. Ja, irgendwie zu denken, finde ich jetzt auch nicht so verwerflich. So, also wenn man halt sagt, okay, nee, ja, da freut er sich jetzt nicht, der Tino, dass ich das sage. Ich meine nur, politisch rechts zu denken, ist ja jetzt nicht gleich, ich klatsche alle Ausländer zusammen oder Ausländer raus, muss es auch nicht unbedingt heißen, sondern Ja, man schaut halt so in erstmal, die Richtung. nein, ja, schon, ja. Ich meine, CDU ist ja auch schon, ist jetzt Mitte, aber war ja auch schon mal, ist ja auch schon Ja, fast ein bisschen rechts vor so. 20 Jahren, ja. Ja, ich sag nur, da ist ja jetzt erstmal. Wenn man sagt, okay, wir machen was in erster Linie für das Land, ja. Wenn jetzt zum Beispiel Venezuela sagen würde, naja, wir gucken jetzt in erster Linie mal, dass es unserem Land besser geht, Ja. fände ich jetzt nicht so schlecht, wenn Venezuela Aber das ich sagen glaube würde. nicht, da brennt es da Moscheen brennen. Ich Nein, weiß nein, es nicht nein, nein. genau. Nein, also das meine ich auch gar nicht. Das soll ja nicht das Ziel sein. Ich wollte nur versuchen, das ein bisschen differenziert einzuordnen und nicht gleich zu sagen, oh, der ist rechts, der soll nie wieder Lehrer sein oder sonst was. So, wenn er natürlich das in seinen Unterricht einbaut, ja, und das war ja auch die Argumentation des Gerichts irgendwie, wenn die Schüler seinen YouTube-Kanal sehen und er eine Vorbildfunktion hat, dann ist es ja automatisch irgendwie mit drin. Und das macht es auf jeden Fall problematisch. Es ist wie gesagt die Intention, wenn man links und rechts vergleicht, das ist immer so die Intention. Ich meine, so, man kann zusammenfassen, auch ohne zu verallgemeinern, dass die rechte Ideologie ja darauf basiert, dass man den Menschen in eine Richtung schiebt, dass man sagt, alle sollten weiß, christlich oder je nachdem, wo man ist, Ja. dass man sagt, okay, das hier ist das, wie ihr sein müsst. Und die linke Seite sagt ja eher, nein, wir nutzen die Freiheit um. Oder wir fördern die Freiheit und sagen, ihr könnt sein, wie ihr wollt, solange ihr friedlich seid. Und die Gewalt resultiert dann daraus, dass man diese rechte Gewalt, also die Rechten versucht einzudämmen, weil die die Freiheit halt ausnutzen wollen, die Freiheit einzuschränken. Das ist nochmal ein Unterschied, den ich gerne dokumentiert haben möchte. Ja, also ich sage ja auch, also wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, wäre das ja auch links. Ich finde nur einfach jede Form von Extremismus, ob das jetzt gegen Moslems in irgendwelchen Kirchen richtet, die mit ihren Kindern da am Beten sind, oder ob das sich gegen Rechte richtet, die einfach sagen, ich möchte, ich habe Angst, wenn viele Flüchtlinge herkommen, dann würde ich halt eher sagen, versucht die Angst zu nehmen und nicht in das Gesicht reinzutreten. Ja, So, ja. das ist ja mein Prinzipiell ist Ansatz. das richtig. Das stimmt schon. Das stimmt. Gut, also, was wollten wir eigentlich sagen? Ich habe noch ein anderes Video Der vom Volkslehrer Volkslehrer, gesehen und also da muss ich schon sagen, es ist, er ergibt sich intellektuell, aber so klug ist er nicht, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt wirklich nur diese zwei Sachen gesehen. Da geht es um dieses, was ihm vorgeworfen wird, da rechnet er damit ab sozusagen und da äußert er auch schon wieder so Sachen, so, wo man sieht, okay, er hat jetzt auch beim Holocaust so seine Zweifel.
Und da ist kein Witz dahinter, wie er das formuliert, sondern so, oh, also ist das etwa, ist das den Holocaust leugnen, wenn ich mir einfach Zahlen anschaue, so? Also das ist ja Es kein ist doppelter problematisch, Boden, es ist so. problematisch wirklich. Also ich war auch mal so, dass ich mir dachte, warum ist denn Holocaustleugnung eigentlich illegal, verboten? Warum? Es muss doch eigentlich ein Teil der Meinungsfreiheit sein, das anzuzweifeln. Aber ich glaube inzwischen, dass es ja nicht umsonst dieses Verbot gibt, dass die Alliierten da gesagt haben, wir wollen verhindern, dass es das nochmal passiert und sorgen dafür, dass nicht irgendwelche Idioten kommen nach 100 Jahren und sagen, es hätte es alles nicht gegeben. Deswegen glaube ich, dass dieser Holocaust-Leugnungs, das Holocaust-Leugnungsverbot, dass das zu Recht existiert. Meine Meinung. Ja, also da muss ich auch wieder sagen, naja, würde ich ja auch meinen, dass eigentlich jeder hat sein Recht auf seine Dummheit. Ich finde es hier nur problematisch, weil er halt eben Lehrer ist. Er sollte nicht solches Gedankengut an ganz viele Schüler weitergeben. Also Genau, da ist die ich fände Frage. es auch nicht gut, wenn ein Politiker, der halt eine Bühne hat, oder auch nicht, wenn Luca Schwarze Pizzamann sich hinstellt und sagt, übrigens, also ich glaube, das waren 100 Juden weniger, als behauptet wird. Fände ich auch nicht so gut, aber so als private Person sollte es jetzt nicht, und ist ja auch nicht so, es hat ja auch mit Herodes schon, ist ja jetzt nicht so, wenn wir jetzt zu zweit hier sitzen und diese Aufnahme vielleicht nicht läuft und ich sage, ey, Tino, ich glaube, ein, zwei Juden weniger waren es vielleicht gewesen, da kommt auch kein SWAT-Team durch die Fenster reingeschossen, so. Aber sobald es irgendwie auf so einer großen Bühne passiert und erst recht an Minderjährigen, so, die vielleicht irgendwie gerade dich als Bezugsperson haben, dann wird es auf jeden Fall problematisch. Aber darüber hinaus, ich weiß nicht, so im privaten Raum, sollen sie halt, weiß ich nicht. Man kann Dummheit nicht verbieten, das hat ja Ja. schon der großartige Philipp Rösler gesagt. Gut, das auf jeden Fall zum Volkslehrer. Ich weiß nicht, fällt mir auch nichts zu ein. Ist einfach auch ein Idiot. Ja, alles Von einem Idioten. Idioten zum nächsten. Eigentlich sind alles Idioten, die nicht den Brennpunkt Internet hören, kann So man ist es. feststellen. Und ich glaube nicht, dass der Volkslehrer uns hört. Und ich habe noch einen Idioten der Woche übrigens. Ja? Und zwar, da haben wir auch schon in der Telegram-Gruppe drüber gesprochen. Ja? Über die Lichtnahrung. Ah, Der liebe ja. Finn aus Hamburg. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, aber erzähl mal. Ich habe die Doku mir zur Hälfte angesehen, weil Halbwissen. Wenn ich Ja. sie ganz gesehen hätte, wäre ich nicht mehr authentisch. Und er hat sich für eine Lichtgestalt gehalten. Das heißt, er braucht keine feste Nahrung, er muss nichts mehr essen, nichts trinken. Er kann nur noch von Licht leben, weil er einen gewissen Bewusstseinszustand erreicht hat. Okay. Er war erst 22 und ist dann irgendwie ausgewandert und ist jetzt gestorben. Deswegen, weil er halt doch keine Lichtgestalt war. Und ich habe mir den lustigen Gag einfallen lassen. Pass auf. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, schade. Fuck, wie war das denn? Genau, Licht, jetzt ist das Licht aus, wollte ich sagen. Da hast du aber lang dran Ja, getüftelt. beim Frühstück heute, ich wollte es irgendwie anders verbauen. Ich hab nur aufgeschrieben, jetzt Licht aus. Hätte aber einen schönen Satz gehabt. Ja. Stellt euch irgendwie vor, wie es Doch. hätte lustig formulieren Also können. hier wird wirklich Fingerspitzengefühl bewiesen. Wirklich. Das Licht ist Nee. aus, Ja, ist witzig, habe ich mich nicht weiter beschäftigt, aber ich habe das auch vor Jahren schon mal gehört, dass Leute angeblich nur von Photosynthese leben. Aber habe ich auch damals schon für ein bisschen Quatsch gehalten. Vielleicht so ein bisschen für eine Zeit, aber dann so auf lange Sicht sollte man vielleicht doch hin und wieder einen Apfel naschen. Das Traurige ist ja, dass man jetzt seinen Fall nicht als Präzedenzfall, oder wie das heißt, nutzen kann und sagen kann, haha, es geht gar nicht, sondern er war vielleicht noch gar nicht so weit. Weil es gibt ja angeblich Menschen, die seit Jahrzehnten nichts mehr essen und nur noch von Licht leben. Und man kann ja jetzt sagen, dass der liebe Finn aus Hamburg einfach noch nicht so weit war. Das ist das Tricky daran, dass man nicht sagen kann, okay, er ist der Beweis dafür, dass es nicht funktioniert. Stimmt. Ja, ungünstig. Und was macht, schläft der nachts im Hellen oder wie läuft das eigentlich ab? Oder im Solarium, ich weiß es nicht genau, wie er sich jetzt genau ernährt, aber ich glaube, die sonnen sich einfach nur den ganzen Tag. Machen den Mund auf. Tinder-Date, hey, na? Willst du schick essen gehen? Zack, Solarium. Liegen sie Ja, da. stimmt. Zack, zack, hast du nackt beim ersten Date. Hammer. Stimmt, und es ist ja quasi auch ein All You Can Eat oder wie sagt man, Ja. ein Buffet oder wie auch immer. Das, Alter, wenn der an den Strand geht, Alter, dann schlägt er sich richtig den All You Can Wanst Eat voll. Urlaub am Strand. Geil. Oh, die Idioten, die Keine Geld Blähungen, bezahlen. ja, also ich finde es hat nur Vorteile, keine Blähungen. Und der Hintergrund ist auch sehr seriös, weil sie wollen nämlich auch die Landwirtschaft so ein bisschen runterschrauben und diese Massentierhaltung und weil ja so viel CO2 verursacht wird durch Land, durch Durch Land, einfach durch Lebensmittelproduktion, durch Land. Land, genau. Ja.
durchleben einfach. Ja, das stimmt. Da muss ich sagen, das ist ein Punkt, wo sie recht haben, das könnte man eindämmen, aber nicht mit Licht. Nicht mit Licht. Hat nicht funktioniert. Versuch's noch einmal. Also Oh. Licht aus für Finn. Aber wo wir gerade bei der Umwelt sind, da kann ich noch mal einen reingrätschen, den ich zwischen Tür und Angel her habe. 31 große Companies, ja. Zum Beispiel Nestle, Mars, Danone, wie die auch alle heißen, Ja. haben einen Report rausgebracht und dass sie zusammen 8 Millionen Tonnen von Plastik jedes Jahr machen, an Abfall haben. Quasi. Um sich das vorzustellen, habe ich auch gleich was. Die große Pyramide von Gizeh. Die See? Gizeh? Keine Ahnung. Ja. Die wiegt 6 Millionen Tonnen. Ja. Die ist aber aus massivem Stein. Ja. So, wenn man das jetzt ummünzt auf Plastik, dann ist das ein bisschen eine größere Pyramide. Ach, die wollen jetzt quasi zusammen nur noch so viel Nee, das Plastik. ist der Ist-Zustand Ach so, der gerade. Ist-Zustand. Da gibt es jetzt auch erstmal keine Konklusion draus. Das ist erstmal, ist halt so. Fakt. So. Ja, das ist einfach nur mal da. Ist schon eine Menge und das landet dann in den Fischen drin. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist Ja. ein kleines Überraschungsei, Ja. quasi. Das ist schade. Ich wollte es nur mal reinwerfen, weil du gerade über Ja. Umwelt, aber Umwelt Scheiß haben ist ja Umwelt. auch, ist ja ein langweiliges Geht uns Thema. nichts mehr an. Wollen wir doch viel lieber über witzige Sachen und über Hate und sowas reden, wie zum Beispiel auf Twitter ist diese Woche also sowas die Kacke am Dampfen gewesen, ja. Pass auf. Erzähl. Zum einen gab es eine kleine Sache, würde ich vielleicht nur kurz drüber sprechen. Etienne hat getwittert. Etienne von Rocket Beans, mein bester Ah, Freund, den ich ja. seit Jahren auf der Gamescom besuche, ja, hat getwittert, was haben Greta Thunberg und Michael Jackson gemeinsam? Beide stehen auf Kinderschwänzen oder so. Nee, beide sind Fan von Kinderschwänzen. Merkt man gleich, also der Witz an sich ist nicht sehr sauber, ja. Aber meine Güte, da wurde sich Ah, echauffiert. Schwänzen und Schwänzen, ja, Ja, verstehe. ja. Also bei Michael Jackson hört der Spaß auf. Das ist auch im Zuge einer neuen Doku, die soll dann auch Richtig. irgendwie auf ProSieben jetzt demnächst kommen. Leaving Neverland, da geht es darum, dass Der Michael King of Jackson. Kinderpoppen, genau. Ja, genau. Und ja, also selbst wenn da überhaupt nichts dran wäre an alledem, fände ich es okay, Witze drüber zu machen. Und wenn was dran ist, dann erst recht. Denn der Punkt ist, der Witz entsteht hier auf Kosten von Michael Jackson und nicht auf Kosten von irgendwelchen kleinen Kindern, Richtig, meiner ja. Meinung nach. Weil für Kinder schwänzen, also fürs Schule schwänzen verantwortlich zu sein, ist ja jetzt nichts Schlimmes unbedingt. Ja. Auch Leute gab es dann, die sich echauffiert haben, dass Greta Thunberg in diesem Fall sexualisiert wird. Das kann ich da auch bei aller Liebe nicht Nee, 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 auf rauslesen. keinen Fall. Das ist ja klar Sexualisiert, getrennt. ja. Sexualisiert wäre jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagen würde, ey, eine Person mit Asperger hatte ich jetzt noch nicht im Bett. Hätte ich Interesse dran. Stimmt. Das wäre dann vielleicht schon ein bisschen verwerflicher. Und du meinst, der Gag hätte das Netz polarisiert? Ja, polarisiert. Polarisiert Ja. quasi. Und naja, also mein guter Freund Etienne ist dafür bekannt. Und da überlegt man sich jetzt natürlich auch, hey, Louis C.K. oder ein Bill Burr, die dauernd irgendwie Witze machen, die nicht gehen oder die Oder unmoralisch sind. Nils Ruf. Ja, genau. So zum Beispiel, Bill Burr hat ein sehr bekanntes Stand-up, wo er sagt, es ist nicht okay, eine Frau zu schlagen. Sicher, sicher. Und dann rantet er 10 Minuten ab, warum es vielleicht okay wäre, eine Frau zu schlagen. So. Und Gleichberechtigung? ja, jeder weiß Ja. ja, wie es gemeint ist, so. Ja. Und auch Etienne, ich würde es verstehen, wenn jetzt außen nichts Angela Merkel so einen Tweet absenden würde. Ja. Das wäre vielleicht ein bisschen seltsam. Ja. Aber lustig auch. Es wäre definitiv lustig. Also ich Ja. glaube, da würde ich sie vielleicht dann doch wählen, wenn ich Ich würde es. retweeten auch Ja, definitiv. von Merkel. Und dann muss man sich schon fragen, wenn man weiß, Etienne ist dafür bekannt, warum folge ich dieser Person denn jetzt hier eigentlich Ja, gerade, darum geht es ja wenn gar mich das so nicht. anstößt oder Ich glaube abstößt? nicht, dass diese Hater ihm folgen. Vielleicht haben die es in ihrer Timeline gesehen, diesen Gag, und haben sich dann aufgeregt Aber warum darüber. ist es dann auf den Leuten immer so ein wichtiges Anliegen, sich damit zu profilieren, dass sie das gerade ganz geschmacklos Weil finden? es nicht okay ist, das Okay. arme Mädchen, Ja. der arme Michael Das arme Jackson. Mädchen kann gerne herkommen, ich mache sie wieder erfreulich. Ja, so. Nee, also das Problem dabei ist vielleicht irgendwie bei Twitter und eigentlich ist es eine Sache, die ich total dumm finde, wenn man sagt, oh ja, jetzt die Leute irgendwie davor beschützen so. Aber wenn man einfach so einen Haken machen könnte bei dieser Tweet, wird lieber Leuten nicht angezeigt, die es nicht sehen wollen, weil die Leute wollen ja hin und wieder mal einen Safe Space. Dann, also in dem Fall könnte sich keiner mehr beschweren, weil jeder, der den Tweet sieht, hat diesen Haken nicht aktiviert. Also ein Filterblasenfilter. Ja.
So, aber halt für die Leute, die es brauchen und nicht unbedingt für, also dass das jeder hat. Ich So. glaube, das müssen die Leute einfach aushalten. Auch die Empfindlichen sollten Definitiv. es aushalten. Ich bin nicht dafür, dass man sagt, oh, ich mache jetzt ein Häkchen bei dieser Post ist schwarzer Humor oder Das so. stimmt, das habe ich nicht ganz bedacht, weil das muss ja die Person auch machen, die es postet. Und da, also, meine Güte, also da müsste ich ja meine ganze Twitter-Timeline jedes Mal einen Haken Eben, setzen. Das ist ja dumm. eben. Naja. Das ist wie mit dem Satire-Artikel damals von Postillon, wo Facebook auch wollte, dass bei Satire-Seiten jetzt immer Satire dahinter steht, ganz groß. Ja, gut. Das verfehlt seine Wirkung. Also es ist ja erst dann lustig, wenn Menschen das ernst nehmen. Das stimmt. Aber egal. Genug davon. Abgehakt. Es hat auf Twitter nämlich noch mehr gerumpelt und gepumpelt. Übelst. Und zwar zwischen meinem guten Freund David Hein und Herrn Newstime, die Aha. sich angebieft haben. Denn Herr Newstime ist einer von diesen Leuten, die auch einen sehr militanten Sprachduktus fahren, wenn es darum geht, gegen CDU und Artikel Ja, 13 zu bashen. dann kommt sein viraler Hitler in sich raus. Dann kommt sein viraler Hitler in sich raus, sehr richtig. Und das fand David nicht so gut, dass diese Schlagwörter fallen. Auf der einen Seite sage ich natürlich, naja, um irgendwie ein bisschen, also man mit ganz lieb, also CDU, das finden wir nicht okay, was ihr da macht, erreicht man natürlich nicht so die Leute wie, oh Alter, das kotzt mich gerade richtig an, was da Wir passiert. brauchen den totalen Krieg gegen die CDU. Ja, genau. Aber natürlich, also beide Seiten haben ein bisschen was, aber also der Herr Newstime ist halt einfach, ich weiß nicht, der ist halt einfach nicht der beste Rhetoriker, nicht der beste Journalist. Wie Also, gesagt, das war das ja ist Höcke alles so früher ein. auch nicht. Er ist erst reingewachsen. Das kann ja der Herr Newstime auch machen. Kann er machen, hoffentlich. Ja. Und da gab es großen Beef, da hat sich dann auch noch zwischen Imp und David gibt es jetzt auch so ein bisschen Crash, so. Oh nein. Doch. Mein guter Freund Imp von früher. Ja. Grüße gehen raus, Ja, Imp. Imp, we love you. Herzchen. Nee, Imp fand es nicht gut, dass David. Also, er fand es auch nicht gut, einfach, dass David diese Schlachtbegriffe quasi nicht gut heißt, weil sie ja schon auch helfen. Ach so, Hein, also der wollte so ein bisschen sagen, Leute, kommt mal runter und seid mal nicht so hart zu Ja, euch, so sondern ungefähr. diskutiert mal so. Jeder kriegt jetzt den Redeball in die Hand und dann darf der reden und die anderen Ja, schweigen. also es Pädagogisch. ist natürlich ein bisschen problematisch, dass jetzt Axel Voss ist natürlich einfach dumm, Ja, so. der Aber nächste Idiot. da muss man ihm jetzt auch nicht unbedingt verbal das Gesicht raustreten. Vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen sachlicher hinkriegen. Es ist halt problematisch, wenn sich's auf eine Person so einschießt, weißt du, so Hexenjagd dann fast. Das ist dann wirklich ein bisschen hart. Auch das muss er aber aushalten. Er ist ja nun mal die Schillerfigur so vom Artikel 13. Und es gibt auch dieses Bild, wo er sich so ganz toll Ja, freut, ja. als der Artikel durchgekommen ist. Und er ist ja auch der offizielle Sprecher dafür. Also ich glaube, er muss das aushalten tatsächlich. Ich verstehe auch David, wenn er sagt, Leute, seid mal nicht so emotional. Aber die Thematik ist nun mal sehr Aber emotional. das wiederum ist ja genau die Sache, die ich auch meine bei den Demos, dass es mir da zu wenig emotional war. Ja. Es soll ja auch kein Fackelzug sein, ja, aber dass Mit man einfach Mistgabeln und sagt, so. hey, wir haben keinen Bock, so, dass man Ja. das spürt und nicht, wir haben gerade Bock, hier diese Party mitzumachen. Ja. So. Naja, das hat auf jeden Fall Twitter zum Brennen gebracht, so die letzten Tage. Da ging einiges. Es muss ja nicht ausarten wie in Hamburg zu den G20-Gipfeln. Ja. Aber so ein Tick kann man ja umschalten, so. Eine Idee G20 Genau, eine reinpacken. Idee G20. Gut. Also, liebe Ein Leute, wir sehen uns. Molotow-Cocktailchen. Ein Cocktailchen bringt er mit. Am 23. sehen wir uns Schmeck. in Berlin. Ich weiß nicht, du bist jetzt auch in der Gruppe da drin. Kommst du da mit, Ja, ich oder? kann leider nicht. Ich Okay, bin aber. beruflich eingespannt, aber am Samstag bin ich auf jeden Fall in Leipzig. Okay. Auf der Hast du Buchmesse. auch einen Molotow-Cocktail dabei, Ein oder? Cocktailchen. Ein Cocktailchen, okay. So, kannst ja so eine kleine, nur eine kleine Stichflamme. Ja, zum Kosten. Ja, gut. Also Leute, wir sehen uns in Berlin, wollte ich damit sagen. Was wir nicht sehen in Italien sind ungeimpfte Kinder in den Schulen. Die sind nämlich jetzt verboten. Das wollte ich auch noch mal kurz als Info einwerfen. Wir haben ja jetzt hier, eigentlich will ich nicht immer die gleichen Themen behandeln, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wieder interessant, so kleine Updates zu geben. Und es passiert ja auch immer Neues, Genau, richtig? wie sieht's aus an der Impffront? Ja, wie sieht's aus? Vielleicht nächste Woche sagt man, okay, Update, Neuseeland. Kalle ist auch noch da. Richtig. Mal gucken. Gut, das dazu. Dann ein großes Thema war noch Brexit. Ja, riesengroß. Da haben wir beide richtig viel Ahnung davon. Ja, Ich weiß halt nur, das ist auch dass einfach. die Briten einfach nicht konsequent sind. Die wollten unbedingt ganz schnell raus aus der EU, ganz schnell raus.
Und das Lustige war ja, das war ja auch schon der Gag vor ein, zwei Jahren, dass nach diesem Votum die meisten Suchergebnisse bei Google-Anfragen waren: Was passiert nach dem Brexit? Ja. Keiner hatte Ahnung, nur die alten Leute waren wählen. Und ehe der Brexit durch ist, sind die alle tot, die alten Leute, die da gewählt haben. Das stimmt. Also Theresa May hat einen neuen Entwurf gemacht, der wurde wieder abgeschmettert. Ja. Das heißt, es gibt keinen Deal in 14 Tagen, beziehungsweise wenn ihr das hört, in 12 Tagen oder Ja. so, ist es dann quasi soweit und keiner weiß im Grunde, wie es kommt. Es ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite denke ich mir so, Alter, Wayne, was weiß ich, was ihr da für eine Scheiße macht. Auf der anderen Seite sage ich auch wieder, ich finde das nicht gut. Ich finde das, habe ich auch schon gesagt, ich bin ja schon Fan von Europa an sich. Ja. Und ja, also was machen die denn da bitte? Sind die Eine dumm? bezahlte Meinung von Merkel übrigens. Ja. Ich sehe es ja genauso. Also ich find's Quatsch. Und vor allem wollen die ja sogar jetzt bis zu 2 Jahre das Ganze rauszögern. Wofür? Also. Ja, weil sie sich nicht einigen können. Die haben sich halt keine Gedanken vorher gemacht. Was passiert denn nach dem Brexit? Und es ist ja auch so ein enorm großer Schritt. Man kann ja nicht einfach sagen, wir gehen jetzt aus der EU raus, behalten die Vorteile der EU, aber kapseln uns von den Nachteilen weg, sondern die verlieren ja auch sämtliche Rechte, die sie haben im Binnenmarkt und so. Das ist eigentlich ist das eine dumme Idee für die Briten. Also meiner Meinung nach gibt es nur eine Lösung, die vielleicht, die wäre graziös, wenn Ja. man nicht Brexit macht, sondern Theresa May stellt sich hin und sagt einfach nicht Brexit, sondern Brexcuse me, we were stupid, please take us back. Das war ja auch eine Idee, ob man noch ein Votum macht. Ja, also. Und es gab wohl viele Umfragen in Großbritannien, die gesagt haben, dass sie jetzt gegen den Brexit stimmen würden. Und es war ja auch so, dass nachdem dieses Brexit-Votum gelaufen ist, dass die Verantwortlichen, die dafür waren, zurückgetreten sind, weil sie keine Ahnung hatten, was jetzt passieren soll. Sie wollten unbedingt aus der EU raus, so als, ja, wir sind selbstständig, oh, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Da sind erstmal alle zurückgetreten, also nicht alle, aber so einige. Es gibt ja auch dann ein großes Problem, was Irland angeht. Da bin ich auch, da Achtelwissen kommt jetzt. Ja. Nordirland und Irland, die haben ja so ein bisschen Die wollen sich Differenzen. abkapseln auch Genau, voneinander. und ohne die EU wird es dann an der Grenze problematisch. Da zieht einfach Trump seine Mauer über den Ozean damit vorbei. Und dann ist das Problem auch Ich gelöst, würde denke ich auch, sagen. so einfach kann das sein. Ja. Noch einfacher kann es sein, wenn man gar nicht erst Kritik an seiner Regierung äußert. Denn das ist jetzt in Russland gesetzlich verboten. Gibt es einen neuen Gesetzentwurf, der ist noch nicht 100% durch. Ja. Aber Disrespect des Governments und Fake News, was auch immer das nun letztendlich ist, sollen unter Strafe stehen. Wiederholungstäter kommen in den Knast. Wer also das irgendwie nicht gut findet, was die Regierung macht, sagt dann, hey. Lupenreine Demokraten. Also ich kann mir auch vorstellen, ich bin jetzt leider des Russischen nicht mächtig, aber ich kann mir vorstellen, in diesem Da. Gesetz ist das ganz, ganz klar ausdefiniert, Ich denke auch. was Disrespect vom Government ist. Wird wieder von Putin so eine tolle Rede kommen. Ja, kommt runter, ist ja alles demokratisch Ja. und es ist halt nicht so schlimm, wie alle denken. Das sind alles Fake News. Die sind aber da muss er sich selbst verbieten, weil Fake News, ne? Also wenn man das schon sagt, dann ist man weg vom Fenster. Ich weiß nicht. Fake News sollen ja auch sonst jetzt auf YouTube nochmal angegriffen werden. Also bald geht gar nichts mehr auf YouTube. Es soll doch sogar einen Faktencheck geben, ne? Habe Alles, ich gelesen. was Spaß macht auf YouTube, ist Ja. verboten jetzt. Kleine Kinder irgendwie, ihr habt das ja zuerst gehört, kleine Kinder kommentieren, wenn die mit dem Schlüppi irgendwo rumsitzen. Oh Mann. Verschwörungstheorien, Ja. Fake News. Also, die nehmen uns den ganzen Spaß weg. Da, ohne Bald spannt Spaß, das Internet zu Russland. ich habe da auch, also da kriege ich auch langsam den Wunsch, mir irgendwelche Denkmemes auf meine Revolver zu malen Ja. und einfach mal loszuziehen. Mit einer Wasserpistole. Ja. Ja. Und den Leuten mal zu zeigen, nee, so geht's nicht. Nee, so kann es nicht weitergehen. Ich weiß nicht, was viele von Putin halten. Also ich höre immer ganz oft, ja, immer diese Russland-Kritik und so und die USA werden immer so gut dargestellt, was halt Trump nicht mehr der Fall ist. Ja, aber zu Obama-Zeiten hieß es ja immer, ja, Obama ist immer der Gute und Putin immer der Böse. Ja, aber in den USA darf man seine Meinung sagen. Da Ja. darf man den Christopher Street Day abhalten, da dürfen Homosexuelle heiraten, die dürfen da, also in Russland ist es ja auch verboten, dass man über Homosexualität positiv spricht. Es, Es ich ist nicht verboten, schwul zu sein, das ist toll. Man darf nur nicht sagen, dass es gut ist. Entschuldigung, dass ich schwul bin. Ja, so eine Art. Ja. Naja, also ich finde ja auch hier,
beide Seiten irgendwie, oder alle Seiten, wenn man grundsätzlich sagt, oh, die Russen sind immer alle scheiße, die mischen sich immer in den Wahlkampf bei uns armen Amis ein. Oder oh, die scheiß Amis, ne? Oh, im Endeffekt sind es ja irgendwie so Schwingungen in der Regierung oder so, die man anklagt und nicht ja. jetzt unbedingt. Klar, wahrscheinlich kann man bei Russland sagen, die Homophobie ist auch ein bisschen im Volk verankert. Aber ja. wenn es natürlich von oben ein bisschen vorgelebt wird, dann verankert sich das natürlich erst recht im Volk. So, und da ist es natürlich, also, ich weiß nicht. Ich frage mich, ob ich jetzt noch, also wenn jetzt von unserer Seite, von außerhalb was kommt, ob das dann auch greift, so, weißt du, wenn jetzt der Böhmermann sagt und, hey Putin, nenn dich doch um in Putin. Ja. So, ganz böser, ja, ob dann auch wieder so eine Staatsaffäre draus wird, wenn die da auch jetzt so hart um sich greifen. Ja, an sich geht ja Putin immer recht ironisch mit Kritik um, ja. so von außen, aber jetzt reicht es ihm offenbar. Anders als der Kollege von China, Xi Jinping heißt er, glaube ich, ne? Ah. Der ja Winnie-Pooh-Vergleiche nicht gut findet. Kennst du gar nicht? Doch, ich habe davon schon gehört. Das ist witzig. Vielleicht, also... Was für einen kleinen Pimmel muss man denn haben, dass man echt sich von Winnie-Pooh angegriffen fühlt? Wahrscheinlich so groß wie Winnie-Pooh, der hat nämlich, glaube ich, gar keinen. Nee. Der hat doch keine Hose an, oder? Aber das Nächste, was ich auch kritisiere, warum werden kleine Penisse immer so abwertend dargestellt? Wenn man sagen würde, oh, was muss man denn für kleine Titten haben, dass man so und so handelt? Das passiert ja auch nicht. Naja, das Problem bei Brüsten ist, dass man es eher sieht. Ja? Ach so. Der Penis ist im Verborgenen. Ah. Was muss man denn für kleine Schamlippen haben, um sich hier so aufzuregen? Genau, ja. Wie tief muss die Muschi sein? Wie tief muss man in dir versinken können? Nee, also ja. Ich finde das auch nicht gut. Man könnte einfach sagen, statt kleiner Penis, wie kompakt muss denn dein Glied sein, dass du hier so ein toller Mensch bist? Man kann es einfach ins Positive drehen. Oder wie schlecht musst du im Bett sein? Das würde ich verstehen. Hm. Ja, wenn man sagt, okay, man kann ja auch mit einem kleinen Pimmel jemanden zum Orgasmus bringen. Man kann ja, indem man den Finger nutzt. Zum Beispiel, aber sagt man nicht einfach, wie schlecht musst du im Bett sein oder wie untervögelt musst du denn sein? Das finde ich wieder okay. Womit wir wahrscheinlich den Bogen geschlossen haben zu unserem ersten Thema, dem Kollegen aus Neuseeland. Richtig. Und, der auch ganz kleine Eier gehabt haben muss. Dann sind wir auch langsam schon am Ende angekommen mit diesem runden Bogen. Und wie würdest du denn diese Woche jetzt... Ach, sind wir schon so weit? Dann müssen wir jetzt eigentlich mal vorher festlegen, ob die Woche jetzt irgendwie, also ob 10 eine besonders schlechte, ereignisreiche oder spannende Woche ist, ja? Hat noch keine oder, Definition gemacht. Ah, guck. Oder also quasi, wenn diese Woche jetzt... Überall die Wecker, hoch. Macht also, auf! Professionalität wird hier bei uns groß geschrieben, aber mit B am Anfang. Gut, also was würdest du sagen? Wir machen es einfach nach Gefühl, würde ich sagen. Ja, nach Gefühl, das stimmt tatsächlich. Ich finde, dass in der Woche jetzt viel passiert ist. Ja, eine 10 habe ich ja heute nicht gesehen. Also, da muss viel passieren. Das ist schon oben, ich bin gerade bei so einer 8, würde ich sagen. Mhm. Also auf der einen Seite in Twitter wirklich, da hat es gebrannt. Ja. Und dann Neuseeland noch dazu. Da hat es auch gebrannt, ja. Ja. Das hat, ich muss sagen, das hat die Woche noch so ein bisschen rausgerettet, diese Aktion, dass es noch ein bisschen spannender war. Ich dachte die ganze Woche, na okay, es ist viel passiert, aber nichts Großes. Ja, und zum Glück heute Morgen. Und das heute Morgen, das war schon so ein Glücksfall, muss man sagen, für die Woche. Deswegen würde ich auch über 5 tendieren. Ich muss ganz kurz schauen. Über 5? Was hatten wir denn? Wir hatten Lichtnahrung. Es war schon ziemlich lustig. Michael Jackson, ja, Axel Voss. Doch, ich muss auch sagen, es ist nah an der 10 dran, aber es ist noch nicht genug passiert. Ich würde sogar sagen, 8,5 würde ich sagen. 8,5 würde ich nicht sagen. Also, nee, also 8,5, da muss schon zwischen Indien und Pakistan der Krieg losgehen, damit ich sage, über 8 gehe ich. Ja. Also sind wir bei 8? Einigen wir uns darauf? Sagen wir 8,25. 8,1. 8,15. Okay. Deal. Jetzt geben wir uns gerade die Hand, das seht ihr nicht. Ansonsten war es das wunderschön hier wieder mit euch, liebe Leute. Wenn ihr noch wollt, dass wir mehr Podcasts machen, dann ist das überhaupt kein Problem. Ihr müsst nur auf PayPal gehen. Richtig, 20 Euro und das ist eine Stunde gehört euch. Von 20 Euro kann ich mir mindestens einen Podcast kaufen. Oh, mindestens. Und ihr könnt euch das Thema aussuchen. Wir reden über alles, über Staubsauger, Steckdosen, über eure Hinterteile. Dann aber auch mit Foto bitte, wenn ihr über 18 seid. Dann können wir auch über euren Arsch herziehen. Eine Stunde lang. Machen wir. Promise. Gut. Ansonsten höre ich gerade auch nicht mehr so viel. Nee, das ist immer lauter. Unangenehm. Auch Franz, mach mal die Musik leiser. Oh, jetzt. Die Monetarisierung ist vorbei. Ja.